Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf deinem F-Marsch. Wir starten jetzt die ganze Aktion von vorne, also alle Fahrzeuge in Gang gebracht. Ich sehe gerade, es ist noch trocken geworden. Das heißt, wir werden auch Hopferde beginnen. Als erstes machen wir erstmal unsere Kollegen umflügen, ne, fortsetzen. Ich habe jetzt die Grafikeinstellung erhöht. Und wie ihr seht, ist immer noch bei 60 FPS. Mehr kann der Motor nicht darstellen. Man kann also, die Sichtweite ist deutlich besser geworden. Man sieht also auch, erkennt auch die Bäume eher im Frühjahr noch in der vollen Struktur. Das ging bei OBS zusammen nicht. So, den stellen wir mal ein. Kollegin da, ne? Ich flüge mal weiter hier. Wenn das mit Flügen durch ist, dann werden wir gleich sofort beigehen und die Aussaat starten. So, dann beginnen wir hier mit der Ernte, und zwar mit Hopfen. Das heißt, wir fahren nochmal ran ans Feld. Und klappen wir unser Maisgebiss aus. Dann nehmen wir ein Programm, gehen wir auf Feldmodus und dann laden wir uns das Erntefeld Nummer 13. Ernte müsste ganz oben normalerweise sein. Oder haben wir echt da jetzt ein Mod? Mit Gras düngen. Na, Ernte haben wir unter Düngen. Ernte 15, 13. Nee, das ist nicht. Gut haben wir nicht. Dann werden wir uns errechnen. Und zwar Kurs generieren. 13. Wir werden hier zwei Vorgänge machen. Weich. 12 Meter wird Ding haben. Ja, kommt hin. Wir machen mal auf genau 12 Meter. Wir werden mal gleich ein bisschen generieren, ne? Also erzeugen wir mal einen Kurs. Der ist fertig. Und jetzt machen wir den ersten Wegpunkt einstellen. Ja, unser Hopfen ist reif. Unser erster Hopfen nehmen wir jetzt ernten. Das heißt, jetzt ziehen wir das Ding voll durch. Und nebenbei wird Mais gemacht. Das dauert knapp eine Stunde. Aber für das kleine Feld ist eine Maschine ausreichend. Da werden wir zwei. Ich will nicht sagen überfordert, aber wir werden ja ständig in Aktion, ne? So. Hier machen wir das gleiche. Hier starten wir auch. Kursplay. Den aktuellen Kurs. Startet und wir werden jetzt gleich hier einsteigen und mitfahren. Ich hoffe, der Ton passt. Das scheint schon lauter zu sein. Ich habe jetzt eine neue Webcam. Ob man das jetzt mit sieht oder nicht, weiß ich nicht. Die soll 4K darstellen. Ist aber nach wie vor auf HD eingestellt. Von daher habe ich nichts geändert. Die Frage ist nur, ob die auch entsprechend ruckelfrei mich darstellt, ne? Ansonsten, ja, hat sich nichts geändert. Wie gesagt, die Grafik habe ich hochgedreht auf Maximum, nur dass die Auflösung nach wie vor auf 2K. Ich könnte auf 4K hochgehen. Das wäre aber nicht zu empfehlen bei Bei LS kann man sicherlich machen, aber bei 7DCD, da ist es nicht zu empfehlen. Da bin ich jetzt schon an der Grenze erträglichen, kann man sagen. Da bin ich auch schon runtergeschraubt wieder. Weil ich beim Bewegen halt immer so gezogen wurde. Also man hat gesehen, dass man sich im Prinzip da wirklich bewegt. Ja, ich nehme jetzt noch 5 Folgen auf. Ich muss den Counter auch mitzählen. Habe ich schon gequatscht. Minuten und na gut, falls ich die Zeit vergesse, dann habe ich wenigstens nicht
keine 30 und nur 25, ne? Ja, die Folge weiß ich nicht mehr im Kopf, welche das jetzt ist. Richtige Reihenfolge, nur dass ich heute meine aktuell 10. Folge ist heute. Also halt, heute ist nicht die 10., heute ist die 8. Ich habe gestern 2 aufgenommen. Gestern habe ich 2 aufgenommen und habe dann festgestellt, naja, das bringt jetzt nichts mehr. Ich hatte vorher noch ein bisschen was, ja, an OBS gespielt. Leider ja zwei Aufnahmenprinzip, wo die Auflösung zwar ist, aber halt das Bild nur ein Teil dargestellt wurde, ne? Das ist aber typisch. Das heißt, wir müssen so entladen, weil der kann ja allein weiterfahren, ne? So, aber gut, das war ja eh zu befürchten. Dann hat er doch einen recht hohen Ertrag, ne? So. Wie jetzt tun? Jetzt geht's, ne? Ja. Muss ich halbwegs in der Waage halten, das ist die Musik und das darf nicht so laut sein. Wisst ihr, hat er die Ecke ganz gut gemacht, ne? Obwohl er scharf weich ist, ne? Komme ich hier rum. Gut, hier müssen wir auch bleiben, ne? Weil er gleich weiterfährt. Später bei der zweiten Runde ist nicht ganz so dramatisch. Da ist er nachher ein bisschen gucken. Wir können ein bisschen zurückfahren. So. Oh, ein bisschen Cappuccino hinten dabei. Bis zur Kaffeezeit. Ohr leicht drüber, aber Kuchen ist jetzt kein. Hab ich keinen Hunger. Ihr habt schon angefangen hier aufzuräumen. Ein bisschen muss ich noch. So. Ja, das macht er ganz gut. Perfekt. Gut, das war nicht realistisch, sowohl als Hopfen als auch als wie geerntet wird und wie eingelagert wird. Das trifft jetzt noch nicht zu. Hopfen muss im Grunde gleich verarbeitet werden und getrocknet und eingeschweißt werden. Zumindest ist das so, dass es mehr oder weniger luftdicht ist, dass es nicht das wertvolle Aroma verloren geht, ne? Ja, gucken wir, brauchen wir auch die Werte, wenn man der Computer anzeigt hier. Grafikkarte jetzt bei 44%. Das ist immer noch unterfordert, in Anführungszeichen. Wie gesagt, ich habe auch die Top-Grafikkarte. Zwar schon ein Jahr her, aber die jetzigen, die es jetzt auch zu kaufen gibt, haben auch nicht viel mehr Leistung. Also für mich würde ein Neukauf jetzt keinen Sinn ergeben, solange die Anführungszeichen ältere Grafikkarte dann immer mitmacht. Jetzt können wir eigentlich auch die Ecke zumachen. Ist im Grunde egal. Hopf wieder fast voll. Da können wir live vor Ort bleiben, Mensch, wenn es so schnell geht.
Naja, gut, das ist ja auch ein breites Maisgebiss. Ja, also mit 12 Meter ist schon weit. Die anderen haben entsprechend weniger, mit 9. Ja, das heißt, wir müssen da wieder hin. Das ist zu ungünstig, also geht zu schnell. Und der, da muss ich hier mitfahren. Springen wir mal rüber. Das wäre was geworden, zurücksetzen. Das ist die grüne Wand hier. Ja, ich muss staunen. An Ecken kaum Verlust. Obwohl ich da schön reingearbeitet habe. Aber ich muss wie gesagt mal sehen, dass ich irgendwann wieder originell, also Konkursplay, das aktuelle runterlade. Mal schauen, vielleicht zum Morgen. Das hat er ja vorhin ganz gut gepackt. Ne? Vertrauen wir mal jetzt noch, ne? Sonst kommen wir nicht weit. So, Tempomat und los geht's. Zeit? Ja, haben wir noch ein bisschen noch. Die machen wir alle 10 Minuten voll. Jetzt halt mal links im Monitor für CPU und das eine besonders stark belastet. Die anderen sind zum Glück nicht der Rede wert, aber einer ist bei ungefähr 80% bis 70%. Das wird glaube ich der sein, der von Giants genutzt wird. Da der soll ja nur einen Kern nutzen, also von daher ist es etwas Verschwendung, sag mal so, ne? Potenzial, was da ist, wird nicht genutzt ungefähr. Ne? Das ist da vielleicht ein Punkt, was bei LS21 dann in der Software kommen müsste eigentlich. Ne? Wäre die Logik dabei, wenn ein Programm Leistung abfordert, ne? Vom Berechnen her und so, dann muss man auch dann sagen, okay, wir müssen da jetzt das Potenzial von den Rechnern, die vorhanden sind, halt entsprechend nutzen. Sonst ist es ja ärgerlich. Die Webcam, die ich jetzt habe, kann auch HDR. Also habe ich auch deaktiviert, weil das schien mir zu blass. Ich muss mal sehen, wenn ich mal HDR aufnehme, ob das naja, von YouTube mal so akzeptiert wird. Also eine Frage, ob die es auch darstellen, ne? Oder ob die das auch normal wieder zurück konvertieren und keine Ahnung. Das weiß ich gar nicht. Jetzt fangen wir hier an, das wieder voll zu machen. Das heißt, streng I und jetzt fahren wir mal ganz langsam vorwärts. Und beim nächsten Mal fahren wir hier ganz langsam auch in das gleiche Modus. Da wird dann links entsprechend auch voll kriegen. Wir wollen ja im Prinzip das Silo ausreizen, ne? Sind wir voll? Nee. Ja, fast. 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 Ist ja fast wieder voll. Und macht die Prozent. Grafikkarte Leistung 60 Grad. Na, ja, ist voll. Ja, ich muss wieder weg hier, ne? Also, ne? Muss ich kurz wieder rüber. Deswegen mache ich meistens erst ein Feld am anderen fertig. Dann nehmen wir zwei Maschinen dazu, dass man im Großen gerade schneller muss, weniger springen. Aber in dem Falle hätte ich noch ein Maisgebiss kaufen müssen und da wir so viel ja nicht vorhaben, gut, das Maisfeld, ja, gut,
Ja, jetzt gesehen, können wir noch ein zweites dazu kaufen. Aber jetzt lassen wir so. Häckselgut muss auch gemacht werden. Wir müssen mal gucken, dass wir nicht zu weit fahren. Dann kann er auch besser, ne? Dann kann er weiterfahren und wir können uns, der kann ja das mal speichern. Motor starten. Und meckert er wieder. Dann kann ich heute noch ein bisschen Seven to the Seas testen und spielen. Weiter ausbauen. Unsere kleine Hütte als Basis. So, jetzt können wir theoretisch mit Bierproduktion beginnen, wenn wir das Geld hätten für den Bau. Es könnte sein, dass wir heute Nacht ein bisschen Geld bekommen. Das als erstes für die Malzfabrik und dann später für die Brauerei. Mal schauen. Die BGH heute Abend so viel abschmeißt und demnächst auch die BGH hier. Ich sag mal, das wird, die, wo wir jetzt aktuell hinfahren, müsste eigentlich Nord sein oder Süd. Ich weiß es nicht genau. Weil die erste ist ja auch am anderen Ende da oben, bei Feld Nummer 36. Und da habe ich aktuell Silageballen, die ich da reinmache. Also einige sind noch nicht. Einige Ballen werden es heute zu Silage. Also ich denke mal, geht da morgen auch noch was rein. Und dann haben wir auch ein bisschen Verdienst mit Silage und dann könnte man sehen, dass wir das erstmal Malzfabrik bauen und dann die Brauerei. Wasserfahrzeug haben wir, alles andere mit LKW, das ist alles machbar und dann sehen wir ja weiter, wie es dann mehr läuft. Und LKW haben wir auch für Abtransport von Bierkisten. Also wenn die Produktion einmal läuft, dann läuft die, ne? So, hier muss man sehen, dass wir jetzt rüberkommen. Wenn nicht, haben wir Pech. Großes Pech. Ansonsten müssen wir hier mal verteilen. Das klappte ganz gut. Die innere Wand werde ich mal noch entsprechend noch hochkippen und die äußere, wenn es geht, nicht. Und da vermute ich mal ganz stark, dass da was ist. Weil da konnte ich reingucken in der Wand und da sah das so aus, wenn das Häckselgut in die Wand reingeht. Warum das so ist, keine Ahnung. Schon wieder leer. Schon. Oh, der Flügermeister ist fertig. Das heißt, wir können jetzt die Aussaat beginnen für Feld Nummer 44 und zwar Weizen habe ich eingestellt. Das machen wir gleich. Wir machen beides. Wir machen hier sofort einsteigen, entlassen. Dann werden wir ihn mal erstmal daneben fahren, ne? Die Sterne lassen wir so. Das ist dann nicht so tragisch. Deswegen werden wir nicht viel mehr und nicht weniger ernten. Fahren wir oben am Feld ran, beziehungsweise hier rechts gleich hin. Er da oben verloren. Ach, die Kiste fall. Ah!
Er hat er die mitgezogen, Dünger. Aber das ist ungünstig. Die kann ich ja nicht aufnehmen. Na gut, der andere auch nicht, aber weil der ist mir auch voll. Aber gut, wenn man jetzt zum Schluss nachher oder zwischendurch sollte der leer sein, ne? Da war ja noch was, ne? Also palettenmäßig, nicht nur eine, sondern mehrere. Na gut, aber die rennt ja nicht weg, die geht ja nicht kaputt. So. Wir gehen an der Ecke hier, das ist mir egal. Aber irgendwo beginnen müssen wir. So. Düngemodus und Feldmodus, also hier, ne? Kursgenerierung. Vorgänger Nummer 3. Oder 2. Bei 15 Meter müssten, dann nehmen wir auch ein bisschen weniger. Oder auf 14 Meter, dann haben wir weniger Verluste in den Ecken, wo der Flug nicht hinkommen ist. So, 2 automatisch. Ach, kein Feld angeklickt. Ne. Ja. Sollten wir tun. Dann geht es auch schnell. Zurück. Und einstellen. Dann gehen wir gleich auf unseren LKW. Haben schon die zweite Reihe angefangen, ne? Schön. Geht vorwärts. Und jetzt haben wir, ja, so liebe Schauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ja, man hört und sieht sich dann vielleicht nichts mal wieder. Tschüss.